Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass sich an der Forderung nach einem Altlastenfonds die grundsätzlich verschiedenen Staatsverständnisse zwischen der Opposition und unseren Regierungsfraktionen herauskristallisieren. Einig sind wir uns wohl alle noch darüber, dass im Idealfall der Verursacher einer Altlast für seine Beseitigung herangezogen werden müsste. Dies ist bei der Firma Dehaene, wie wir alle wissen, nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover vom 24. November 2009 leider nicht mehr möglich. Die Richter haben entschieden, dass die Firma Honeywell Specialty Chemicals in Sielze nicht als Gesamtrechtsnachfolgerin von Dehaene betrachtet werden kann. Spätestens mit diesem Urteil ist klar geworden, dass diejenige Firma, die die Altlast verursacht hat, leider nicht mehr herangezogen werden kann. Und an dieser Stelle treten eben die Unterschiede, von denen ich gesprochen habe, zwischen Ihnen und uns zutage. Sie fordern einen Altlastenfonds, der aus Landesmitteln und damit aus Steuergeldern gespeist wird. Diese Forderung folgt einem Prinzip, das Sie an anderen Stellen und an anderen politischen Fragen vehement von sich weisen, nämlich dem Prinzip, Gewinne zu privatisieren und Kosten zu sozialisieren und damit der Gemeinschaft aufzubürden. Über 100 Jahre, nachdem etwa die Firma Dehaene ihren Betrieb eingestellt hat, fordern Sie, dass die Allgemeinheit und damit jeder Rentner und jede Hartz-IV-Empfängerin, denn der Steuerzahler ist ja nicht nur eine anonyme Masse, sondern es sind eben auch Menschen, die nicht für diese Kosten herangezogen werden sollten, und jeder Student mit ihren Steuern für die Kosten der Sanierung aufkommt. Wenn Sie dem Prinzip der Sozialisierung von Kosten wirklich folgen und auch in anderen Bereichen anwenden wollten, dann müssten Sie etwa auch fordern, dass die Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden einzig und allein durch die Steuerzahler aufgebracht werden. Dass Betriebe in Niedersachsen künftig keine Umweltauflagen mehr erfüllen müssen und der Steuerzahler und jeder Rentner und jede alleinerziehende Mutter für die Beseitigung von Schäden aufkommen muss. Und wenn Sie konsequent werden, müssten Sie sich dafür einsetzen, dass im Falle einer Ölkatastrophe zum Beispiel der Steuerzahler und nicht die verantwortlichen Konzerne für die Kosten der Sanierung von Stränden und Flüssen aufzukommen haben. Ich erspare es Ihnen, darauf hinzuweisen, dass bereits vor 20 Jahren eine vertragliche und nicht gesetzlich geregelte Kooperation zwischen dem Land Niedersachsen und der niedersächsischen Wirtschaft unterschriftsreif in der Schublade der Staatskanzlei gelegen hat. Die Schröder-Regierung hat, darauf hat Frau Klopp hingewiesen, nach 1990 diese Kooperation leider nicht weiter verfolgen wollen. Stattdessen sollte eine Zwangsabgabe eingeführt werden, die politisch schließlich nicht durchsetzbar gewesen ist. Niedersachsen, meine Damen und Herren, kann es sich nicht erlauben, seinen mittelständischen Betrieben im Alleingang eine zusätzliche Abgabenlast aufzuerlegen. Die betroffenen Eigentümer werden von uns trotzdem nicht alleine gelassen. Sofern eine Kommune oder eine planende Stadt bei der Ausweisung von Baugebieten auf einer Altlastenfläche Fehler begangen hat, bestehen grundsätzlich Ansprüche aus Amtshaftung gegenüber der Kommune. Das Land unterstützt die Eigentümer zusätzlich durch eine Reihe von Maßnahmen und Mitteln aus dem EFRE-Fonds. Diese Förderung ermöglicht Zuwendungen in Höhe von maximal 50%, wenn der Verursacher nicht mehr für die Kosten herangezogen werden kann. Und außerdem fördert das Land auf der Basis der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Konjunkturpakets 2 das tätig werdende Kommunen in diesem Bereich. Auch wenn eine vollständige Kostendeckung damit nicht erreicht werden kann, handelt es sich hier aber um ein deutliches Signal, dass das Land die Eigentümer in dieser wichtigen Frage nicht ihrem Schicksal überlässt.